Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 33 von Voxel Tycoon. Wir haben letztes Mal hier diese Zahnradfabrik oder nee, Schmutternfabrik ist es, vor dem Bankrott gerettet. Haben das gerade so geschafft und ja, da müssen wir gucken, dass wir da jetzt weiterkommen. Das reicht ja da erstmal, weil da sind wir schon auf schlecht gestiegen. Das heißt, da wird genug hingebracht. Wir müssen aber insgesamt mal sehen, dass wir vielleicht schaffen, ein neues Gebiet freizuschalten, weil das würde ja jetzt mal Sinn machen, ne? Egon, für Infos, hier sind es 851.000 und wir haben 260.000. Wir müssten ein bisschen mit dem Geld gucken, dass wir da höher kommen, um dann sowas anzunehmen, ne? 900.000, okay. Ich denke mal, wir machen das, aber das Ganze natürlich erst gleich nach dem Intro. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, hier sind es 938.000. War das jetzt das? Ne, das ist was anderes. Pössneck ist noch teurer. Hier haben wir noch eine Region, die mit 1,1 Millionen sind. Hier haben wir 1 Million gut. Ich glaube, das war die Millionengrenze, ne? 1,1 Millionen. Und hier haben wir 1,404. Ja, die 800.000 waren wahrscheinlich die nächsten, die wir hier holen können. 851, waren das die 851? Oder war hier oben noch einer neben, der ein bisschen weniger war? Ne, da waren schon 906. Also 851 ist angesagt, ne? Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir unser Geld hochbekommen. Das heißt, wir müssen jetzt mehr optimieren. So, Zug fährt ja. Hier steht niemand, da steht niemand. Das ist schon mal gut. Hier kommt die nächste Lieferung rein bei den Zügen. Hier wird abgeholt, das passt. Hier liegen natürlich noch die, sag schon, Balken, die nicht gefahren werden. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir die Balken da mehr sehen, ob da welche. Ah, da wurde gerade welche tatsächlich abgeholt. Ja, da müssen wir jetzt mal schauen, was wir hier haben, dass wir das auch loswerden, oder? Vor allem die Balken. Gibt es hier noch eine Lieferung, wo irgendwo Balken hin müssen? Sehe ich jetzt hier nicht, ne? Die Holzbalken sind nur hier oben dann. Da. Die wollen hier sogar noch Schränke haben, die wir, glaube ich, gar nicht produzieren. Möbel. Können wir denn irgendwo Möbel produzieren? Holzbearbeitung. Dafür brauchen wir eine Schreinerei. Holzverarbeitung haben wir. Bauernlabor? Ne, ich will kein Labor. Ich musste die Holzbearbeitung hier voranbringen in unserem Labor. Wo ist es denn? Lager 2 machen wir da gerade und da passiert auch nichts mit den Holzbalken. Holzträger sind hier. Neue Forschung starten. Das ist natürlich schlecht, wenn da keine Holz, gestartet ist. Dann müssen wir die natürlich jetzt hier mal voranbringen, ne? Ich dachte, hier läuft einer, aber es läuft wohl keiner, oder doch? Holzbretter werden jetzt da gebraucht. Super. Ich hoffe, jetzt werden wir hier... Wahrscheinlich werden da jetzt aber trotzdem noch die Holzbalken abgeliefert und das ist schlecht, ne? Da müssen wir mal hier langsamer machen. Dass wir erstmal schauen, wo so ein LKW ist, der das da hinbringt. Hier sehe ich keinen. Vielleicht können wir das aber hier ran erkennen. Nee, da wird sowieso nichts in der Richtung gebracht. Und wir brauchen Holzbretter da. Wie weit ist denn diese Stelle von den Holzbrettern hier? Hm. Wir haben hier aber gar keine Holzbretter im Angebot, oder? Nee, nur Holzbalken. Das heißt, ich glaube, es ist sowieso näher von da zum Forschungslabor zu fahren, ne? Okay, das bedeutet, wir brauchen einen LKW, der das da anliefert. Und das ist so einer hier. 42.000, okay, wir haben 415.000, dann können wir auf jeden Fall einen kaufen. Müssen den aber hinzufügen machen. Hier. Entladen. Und hier. Laden. Laden voll.
Das passt dann. Speichern als Holzträger zum Melchstadt-Anbau. Passt erstmal, ne? Lassen fahren. Also der fährt jetzt. Ist das der schon? Nee, ne? Okay, der ist das, aber ich sehe schon, hier sind ja keine Sachen. Dann werden wir ihm erstmal den Bretter zuweisen. Sonst klappt das nachher nicht, ne? Gut, dann kriegen wir jetzt auch die Forschung ein bisschen höher. Ich hoffe, dass wir das dann so weit kriegen, dass das auch klappt. Der fährt jetzt bis hierhin. Da kommt schon einer, der hat aber keine Holzbalken dabei, ne? Jetzt wäre die Frage, wo gibt es noch Holzbretter? Wahrscheinlich nirgendwo hier, ne? Da hinten sind die Möbel nachher. Da ist... Okay, da wird wohl auch angeliefert. Hier wird nicht angeliefert, ne? Schrecklich. Doch, sind auch welche da. Was ist das? Da soll Kohle hin. Kohle wäre von hier hinten holen, ne? Sollte man hier... Nein, machen wir nicht. Wir holen einfach dann einen LKW noch hinzu. Kaufen wir noch einen LKW für Kohle. Der ist gar nicht so teuer gewesen, ne? Jetzt müssen wir gerade nur die Linie gucken für die Kohle. Wo war der? Hier? Gefräß Südost. Ne, das ist nicht der Halt, ne? Halt hinzufügen, das ist der. Entladen. Warte mal, das ist Gefräß Ost. Lass mal nach Gefräß Kohle. Gefräß Ost müssten wir finden. Da. Okay. Und starten, dann fährt er auch. Gut, wenn wir jetzt natürlich demnächst hier weiter ausbauen, diese Strecke hier haben, ne, mit den 851, dann müsste man mal gucken. Hier werden Baumstämme gebraucht. Da gibt es dann den Steinbruch. Ist nur eine Stadt mehr da, ne? Mehr kann ich jetzt wirklich nicht sehen, aber die Grenze ist hier knapp oben, ne? Warte mal. Das können wir schließen. Also hier ist ein Steinbruch und hier ist diese Stadt Borgentreich. Und die haben da Holz und sonst nichts. Und ein dickes Wasser haben sie noch dazwischen. Das bedeutet ja definitiv, dass wir schauen müssen. Ich glaube, wir sollten hier ganz klar überlegen, das zweigleisig immer zu haben. Gibt es denn irgendwo schon so eine Geschichte? Tunnelbrücke, aber es gibt keinen Bahnübergang, ne? Wahrscheinlich gibt es im ganzen Spiel nicht, weil der viel zu schwierig ist zu programmieren, dass das läuft, ne? Tunnelbrücke. Lass mal schneller laufen. Gut, Tunnelbrücke machen wir. Ja, das wäre jetzt hier, wir sind ja schon ganz schön, ja, das muss definitiv hier so sein. Das heißt, dieses Haus wird jetzt gleich abgerissen, weil wir da eine Brücke bauen werden. Und wir bauen hier definitiv zweigleisig rüber. Aber das Haus ist, braucht die gar nicht abreißen. Ich dachte, ich hätte es abreißen müssen, aber das ist ja gut so. Gleis. So, das bedeutet, wir fahren hier nach da rüber. Erstmal geradeaus, ne? Und dann darüber. So, das passt. Und dann müssten wir hier jetzt noch. Hier müssen wir es wahrscheinlich ein bisschen umbauen gerade, ne? Na, jetzt ist das Gleis wieder weg zum Bauen. Geht das? Schwierige Frage, ne? Und dann müssten wir hier natürlich noch gerade ziehen. Ja, das wird hier auch schon wieder, ist ja auch schon wieder so ein Knoten, den wir nicht uns leisten können dann. Das bedeutet, wir müssen hier was wegreißen und das nochmal neu bauen. Jetzt hält er da an und kann nicht weiter, ist klar. Das heißt, der hier ziehen wir erstmal da gerade rüber. Sieht aber so aus, als ob das hier auch nicht geht. Nochmal das weg.
dieses Stück Bahn einfach da weiterziehen. Und dann geht das wegen der Straße schon mal nicht. Das bedeutet, das nochmal abreißen. Super, geht gar nicht. Geht gar nicht, das heißt, das da ist schon falsch. Kriege ich das jetzt hier so hin? Das wäre jetzt angeschlossen. Das ist auch angeschlossen. Und das ist auch angeschlossen. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch den anschließen. Und der ist auch angeschlossen. Sehr gut. So, jetzt müssen wir nur gucken. Diese Lok muss jetzt leider einmal zurück. Muss dann wieder zurück. Und ich hoffe, die fährt jetzt hier links rein. Nee, leider nicht. Schade, ne? Wie kriegen wir die jetzt da weg? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Warum ist da jetzt besetzt? Was ist mit diesem Signal falsch? Nochmal ein Signal setzen. Der ist jetzt zum Glück da reingefahren, dann passt das erstmal. Der löscht auch. Wenn das bei der Bahn auch löschen heißt, weiß ich jetzt nicht. Signale, das. Nochmal Gleise. Nee, Signale. Das geht nicht. Hier kann man keine Signale hinstellen oder was? Jetzt kann der bis dahin aufrücken. Das ist schon mal was, ne? Der darf jetzt nur da lang fahren. Jetzt steht da einer zu viel. Jetzt haben wir wieder das Dilemma, dass hier nicht gefahren werden kann. Ja, schade, ne? Du musst zurück, aber du hast keinen Weg, weil du da ein Signal stehen hast. Das ist ja wieder super. Das heißt, dieses Signal da musste so eins sein. Haben wir geupgradet, ne? Kann ich den ins Depot schicken und dann geht das? Das Fahrzeug kann keinen Weg zum Depot finden. Nächstes Signal ignorieren. Bam, aber nicht das, sondern das andere solltest du da ignorieren. Fahrzeug ist zerstört, kann man abreißen. Hey, das hat jetzt gut geklappt, oder? Kann ich hier kein Signal hinstellen? Das kann doch nicht sein, oder? Gut, das bedeutet, wir werden dieses Melrich statt 3 verschieben müssen. Kann man das verschieben? Gibt es einen Baumodus da, wo man das verschieben kann? Sieht nicht so aus, ne? Ja, das ist doof.
Jetzt haben wir zwei Züge verloren, ne? Super, oder? Die können wir dann wieder kaufen. Diese oder diese? Ich glaube, das war auf jeden Fall so ein Chirurgenwagen, oder? Was war das? Shift drücken? Starten mal. Ich weiß nicht, was da gerade im Spiel geklappt hat. Kam mir so vor, als ob wir ein Problem hatten. So, Details. Route. Mellrichstadt. Güterzug Eisenerz zu Gefräß. Nein, das muss der sein. Und Details. Der. 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 Tja, und der wäre jetzt eigentlich Bretter. Aber das machen wir nicht, weil... Das haben wir nur ein Problem mit. Ich glaube, wir machen das so und lassen den erstmal fahren, oder? Können wir den verfolgen, ne? Ach, mitfahren? Ne, mitfahren wollte ich ja nicht. Ich wollte nur verfolgen. Fahren wir mit. Wieso fährst du jetzt nicht mit? Irgendwo fehlen Eisenbahnen. Das ist schlecht. Fährt er durch? Ja, der fährt durch. Ich hoffe, jetzt fahren sie hier wieder. Ja, die LKWs fahren wieder. Alles klar. Wie die... Warum? Okay. Der ist schon mal weg. Hier unten sind noch Barren. Die sind neu, oder? Stopp mal, mach mal langsamer. Wir sind viel zu schnell unterwegs gerade. Wir müssen definitiv dieses hier anschließen, weil das ist ja ein Ziel, was wir brauchen. Gibt es hier irgendwo... Wirges Anbau. Ist das abdeckend mit dem da? Kann ich das hier irgendwo sehen? Holzträger, schrecklich. Logistik. Ist angebunden, sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt eine Linie machen mit einem LKW, den wir gerade mal kaufen müssen wahrscheinlich. Kaufen wir einen LKW für die Holzbarren. Kaufen den, gehen da rein. Halt hinzufügen ist... Wo ist das jetzt hier? Den. Da ist Entladen, hinzufügen und hier ist Laden. Und da ist auch Laden voll. Speichern als Holzträger zu Wirges Anbau, okay. Und starten. So, das sollte erstmal fluppen. Was fehlt ihm denn hier? Holz. Super, oder? Fahr du mal wieder nach Hause. Hol mal Holz. Die brauchen Holz, die Jungs. Gut, der fährt. Aber wir brauchen definitiv noch einen zweiten, weil wir zwei geschrottet haben, ne? Und wer war jetzt hier mit den Eisenbahnen? Fahrzeug ist unrentabel, wie ist denn das? Okay. Fahren wir weiter, ich weiß nicht. Hier gibt es gar keinen, der das Eisenerz braucht. Das heißt, die Linie kannst du schon, ist schon abzuschaffen, oder? Eisenbarren zu Mellrichstadt. Hier gibt es gar keine Eisenbarren. Das heißt, Fahrzeug zum nächsten Depot senden. Das war über. Der Kohlewagen fährt auf jeden Fall. So, wo sind aber die Eisenbarren?
Die laufen noch. Irgendwo müssen noch mehr Eisen. Warte, da hatten wir ja die Meldung für, ne? Kupfererz. Da ist Kupfererz. Hat das denn eine Anbindung an irgendwas? Wahrscheinlich auch wieder nicht, ne? Kann ich auch nicht sehen, wahrscheinlich. Heubach. Logistik. Kein Halt für den da, für den Kupfererz. Aber wir haben auch kein Kupfererz, wir haben ja Eisenerz. Also können wir das vergessen. Gut, Glocke. Welches ist das unrentable Fahrzeug? Das ist das. Aber das haben wir ja schon zurückgeschickt, oder? So, das ist schon ins Depot gelandet. Das heißt, kann ich das auch irgendwie wegklicken? Nein. Wo fährt der hin? Melrichstadt Nord. Fahrzeug zum Melrichstadt Nord. Ab 2 sind wir hier. Und wo ist Melrichstadt Nord? Das ist da. Und der bringt der Eisenerz auch wieder hin, ne? Braucht da keiner, oder? Nee, der bringt das Barren hin. Das passt dann schon. War das jetzt so oder war das nicht so? Ja, sieht so aus. Der kam, glaube ich, gerade von da. Der passt ja dann. Nee, den nicht. Der bleibt da. Warte mal, der kann doch auch... Wie hieß die Linie gerade hier? Eisenbahn zu Melrichstadt. Nord. Eisenbahn zu Melrichstadt. Nord. Und jetzt kann er da hinfahren. Er muss aber erst das Zeug, was er drin hat, loswerden, ne? Ah, jetzt hat er es, glaube ich. Wunderbar. Gut, der läuft erstmal. Ist schon wieder hochkompliziert hier. Okay, aber ich denke, wir machen erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.